Ihr habt ja vor kurzem ein Praktikum gemacht. Wo war das denn? Im Blumenfachgeschäft. Und du? In Altenheim. Und wie war das? Also ich fand es gut und es hat Spaß gemacht und ich durfte da auch ein paar Sachen ausprobieren, die Jasmin einmal im Blumenladen nicht machen durfte. Was denn zum Beispiel? Ich durfte Blumensträuße binden, ich durfte eine Pflanzenschale machen, ich durfte mit zum Großmarkt, ich durfte mit zum Bestattungsinstitut, ja. Und wie war dein Praktikum und wo war das? Also meins war im Kindergarten und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also es war zwar anstrengend und so mit den Kindern, aber es war auch lustig und so. Also die haben sich ganz gut mit mir verstanden, die mochten mich. Und wo war dein Praktikum? Mein Praktikum war in Freizeitheim Neustadt. Und was war da zu tun? Als Koch. In meinem Praktikum im Supermarkt habe ich mit meinem Klassenkamerad zusammen halt das Berufsfeld des Einzelhandelskaufmannes gelernt. Und wir haben dort Warenannahme, Regalverräumung und Reparatur von kleineren Sachen übernommen. Und das haben wir halt bei einer früheren Mitschülerin unserer Mutter gemacht. Die ist da jetzt Marktleiterin. Und wie war das? Es war eigentlich ganz in Ordnung, nur zum Schluss hin wurde es etwas langweilig, weil wir unsere Arbeiten alle durch hatten immer und dann noch 3 Stunden lang irgendwie da mit Zettelkram machen mussten. Wann hast du da gekocht? Mittags? Ja, Mittagessen. Und was musstest du da machen? Also Desserts zubereiten und so, so Dinge kleinschneiden. Hat dann viel Spaß gemacht. Und ist das was für dich, Koch werden? Ja. Also ich habe mit den Kindern gespielt, bin mit denen frühstücken gegangen, ja, und habe draußen auf die aufgepasst. Ja, sowas. Kannst du dir auch vorstellen, das mal beruflich zu machen? Nein. Wieso nicht? Ich weiß nicht, das ist kein Beruf für mich. Was möchtest du denn werden? Ich habe darüber noch nicht viel nachgedacht. Und jetzt erzähl mal von deinem Praktikum. Ja, mir hat das nicht so gut gefallen, weil ich fast jeden Tag das Gleiche machen musste. Zum Beispiel Kurzzeitpflege, das heißt, die Zimmer sauber zu machen, die Wäsche sortieren und sowas. Das war langweilig? Ja. Also für dich ist das auch beruflich nichts? Nee. Wäre das denn was für dich, ein Beruf? Erzieherin oder Kindergärtnerin? Ja, ich könnte es mir eigentlich vorstellen. Würdest du noch mal ein Praktikum machen oder würdest du dich gleich nach der Schule irgendwie bewerben oder so? Nein, ich würde eigentlich noch ein Praktikum machen, ja. Einzelhandelskaufmann, wäre das was für dich? Für mich ja. Also kannst du dir vorstellen, so eine Lehre zu machen? Ja. Da auch, in dem Laden? Eigentlich ja, aber eher in einem anderen Betrieb. Überlegst du mir jetzt schon, ob und wann und wie du dich bewirbst? Bis jetzt noch nicht so wirklich, weil ich ja noch 3 Jahre lang Schule mache. Wäre noch ein bisschen früh. Ja. Okay, danke.